Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luna 2. Heute am 23.12.2011, einen Tag vor Weihnachten. War Heiligabend zumindest. Gut, was habe ich jetzt bisher gemacht? Wie man sieht, nicht allzu viel. Ich bin ziemlich pleite, aber das Equip ist wenigstens ein kleines bisschen geupgradet. Ich habe leider Gottes immer noch nicht alles. Für Jean zum Beispiel fehlt mir... Oder? Nee, habe ich doch schon. Silk Dress, okay, dann fehlt mir, glaube ich, nur noch die Armschienen. Und ich habe leider Gottes bei den Items auch nicht ganz so viel holen können, wie man sieht, bisher nur ein Angels Tier. Weil ich habe es mir ausgerechnet, es wären über 30.000 Silber, die ich noch gebraucht hätte. Und das ist mir dann doch auf Dauer bei den Gegnern, wenn man die ganze Höhle leer macht, kriegt man vielleicht 2.000 zusammen. Das heißt, man kann sich's ausrechnen, wie lange man dafür gebraucht hätte, wenn man noch das ganze Equip und so weiter mit einberechnet. Aber gut, wir haben immerhin 9 Starlights, 11 Healing Nuts, 20 Herbs, einmal Wiederbeleben ist auch drin. Das muss jetzt erstmal reichen. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, was denn hier bei Limina zu Hause eigentlich los ist. Das ist mein Zuhause. Das Anwesen der Magiergilde von Vayne. Diese Wände sind gefüllt mit der Geschichte unserer Welt. Ist das nicht toll? Auf jeden Fall ist dieser Ort ziemlich groß, aber er sieht ziemlich heruntergekommen aus, oder nicht, Hero? Ich meine, schau dir das Loch im Dach an. Und das Schild dort drüben ist auch zerbrochen. Wenn die Magiergilde doch so prestigebeladen ist, warum können sie sich dann nicht wenigstens einen Hausbauer leisten? Gut, ich denke mal einfach, dass es daran liegt, dass hier alles zerstört ist durch den Absturz von damals. Man sieht ja auch, man kommt ja nicht mehr überall hin. Da sieht man auch schon, da steht noch eine Schatztruhe. Das ist aber relativ sinnlos, die anzugehen, denn auch von dieser lässt Limina sich nicht überzeugen, dass wir sie aufmachen dürfen. Es ist lange her, Borgen. Was verdanken wir der Ehre deines Besuches? Miria, du bist ein Bild der absoluten Perfektion. Wie immer. Mhm. Und wer bist du? Irgendein ganz, ganz dickes Ding, was in der Gegend rumschwebt. Okay. Wie auch immer. Vayne ist ins Chaos abgerutscht, seitdem die Gilde auseinandergebrochen ist. Und du weißt, dass es wahr ist. Niedere Menschen, welche nichts von dem Weg der Magie verstehen, streichen über diese einst so majestätischen Straßen. Missgunst und Leid ist alles, was der magischen Stadt geblieben ist. Wie seltsam lächerlich. Dann, warum, wenn ich fragen darf, bist du zu diesem Ort gekommen, für den du doch so wenig empfindest? Ah, Miria. Du bist schon immer schnell zur Sache gekommen. Ich muss zugeben, ich bin aus Eigennutz hier. Diese Stadt schmückt doch niemandem. Schmückt doch keine Frau deines Statuses mehr. Ich bin hier, um dich mit nach Neo Vayne zu nehmen. Aha. Jetzt sind wir nicht mehr bei Neo Tokyo, nein, jetzt sind wir bei Neo Vayne. Auch gut. Wir werden sehr glücklich zusammen sein, du und ich. Ich glaube, da hat Limina was gegen. Oh. Ja. Dieser fliegende Fettwanst hat doch kein Recht, hier reinzukommen, als wenn ihm der ganze Ort hier gehören würde. Oh Mann, Limina ist pissig, das merkt man auf alle Fälle. So, Borgen, was hast du denn Limina zu sagen? Oh, look what we have here. Limina, Junior Premier of the Guild. Remember me? I'm Borgen, creator of Neo Vayne and the most powerful wizard in the world. Ring a bell, dumpling? I thought it might bring back a few fond memories. Oh, I remember. I could never forget a face so beastly grotesque as yours. I told you Vayne was off limits. Get out of here! Ja, die Ansage war dann wohl mehr als deutlich, dass Limina ihn nicht hier haben will. Limina, meine Liebe, du bist zurückgekommen. Willkommen zu Hause. Und
Was ist das? Du hast ein paar neue Freunde mitgebracht? Wie schön! Du hast so wenig Freunde, Liebling, dass ich schon richtig froh bin, dass du noch ein paar neue gefunden hast. Ich bin Liminas Mutter, Miria. Willkommen in Vayne und im Anwesen der Magiergilde. Die sind nicht nur Freunde von mir, Mutter. Sie sind auch Kandidaten, um der Gilde beizutreten. Ich werbe jeden Tag neue Kandidaten an und werde in naher Zukunft die Gilde wiederbeleben. Na, das lässt ja schon mal Hoffnung geben. Es ist doch solch eine Schande, wenn Orte von früherer Schönheit von ihren eigenen Erschaffern zerstört werden. Und ich befürchte, das ist auch genau das, was mit Vayne passiert ist. Die Zeit von ihm, von der Stadt, ist fast vorbei. Das musst du doch auch einsehen, Limina. Natürlich nicht. Vayne wird überhaupt nicht verschwinden. Ich werde es wiederherstellen. Beruhig dich, Limina. Hör dir erstmal an, was Borgen zu sagen hat. Warum sollten wir? Schmeiß das Ding da raus. Weißt du, wenn du einmal hinter seine Fassade blickst, ist er ziemlich genauso wie du. Was? Ist Limina auch genauso fett? Mutter, wie kannst du nur so eine schreckliche Sache sagen? Borgen ist hässlich und eklig und böse. Warum beschützt du ihn noch? Hat er dich irgendwie verzaubert? Ich muss doch meine Macht dir gegenüber nicht unter Beweis stellen, mein kleines Mädchen. Ich bin mir meines Schicksals ziemlich sicher. Ich werde das tun, was du möchtest. Also pass auf. Entschuldigt meine Handlung, Lady Miria. Aber ich muss das jetzt tun. Du musst was tun. Was wird denn das jetzt? Hey! Das ist unfair! Mutter! War das nicht köstlich? Und alles, was es brauchte, war eine simple Bewegung meiner Hände. Puff! Mami ist weg! Was hast du mit meiner Mutter gemacht? Ich bestehe darauf, dass du sie jetzt sofort wieder zurückbringst. Und ich bestehe darauf, dass du nachdenkst, bevor du redest, kleines Mädchen. Denke über die Kraft nach, welche ich besitze, Limina. Ich könnte dich zerquetschen wie einen cremegefüllten Keks. Nein, deine Mutter wird nicht zurückkommen. Sie wird mit mir zusammen in Neo Vayne regieren. Und, oh, falls du das Bedürfnis haben solltest, zu Besuch zu kommen, mach dir keine Umstände und besuche Pentagulia. Wir sind relativ sicher, dass wir den Totenteppich für dich ausrollen. Nein, Borgen, ich meine es ernst. Komm sofort wieder zurück! Sehen Sie nichts. Ganz klasse. Das wird ja immer schöner. Ja, das ist das Schöne. Jeder hat hier so wirklich seine eigene Hintergrundgeschichte. Ronfa mit seiner alten Geliebten Maury. Jean scheinbar mit dem Schattendrachenkult und jetzt Limina mit Borgen. Es ist einfach nur genial. Oh Mutter, ich kann's nicht glauben, dass ich dich einfach so im Stich gelassen habe. Hast du doch gar nicht. Ich habe nicht genug magische Stärke, um auch nur als ein Badezimmeranwärter zu dienen. Und erst recht nicht, um der Premier der Magiergilde von Vayne zu sein. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich kann doch nicht mal die Person retten, welche ich am meisten liebe. Also wie kann ich darauf hoffen, eine ganze Stadt wieder zu beleben? Oh Mutter, ich bin so ein missratenes Kind. Okay, das sind jetzt aber ziemlich harte Worte, Limina. Also du kannst doch nichts dafür, dass Borgen da jetzt aufgetaucht ist und einfach deine Mutter entführt hat. Irgendwie kann sie einem schon leid tun. Aber gucken trotzdem nach. Okay, jetzt hindert Ruby uns daran, die Kisten aufzumachen. Okay, war auch ein bisschen gemein. Wir hätten uns erst um Limina kümmern sollen, anstelle von erstmal in die Kisten reinzugucken. Also wollen wir doch mal schauen, wie wir ihr helfen können, oder?
Kann doch nicht sein, dass wir sie einfach so im Stich lassen. Weil man merkte schon, sie ist echt geknickt. Und das ist echt nicht gut. Sag mal, Chef. Ich glaube, du solltest ein paar Worte mit Lemina wechseln. Ich war zwar... Ich wollte etwas dazu zu sagen, dass du unser Chef bist und du dich dann auch darum kümmern musst. Aber die Wahrheit ist, dass der Rest von uns irgendwie zu viel Angst hat, mit ihr zu sprechen. Also viel Glück. Danke, Ronfa. Für gar nichts. Schön ausgerückt, Hero. Ich hätte es, glaube ich, nicht besser sagen können. Gut. Haben wir sonst noch irgendwas? Man guckt sich ja immer erstmal gerne um. Schöne Statue da. Aber Lemina ist wichtiger. Was möchtest du, Hero? Bist du hergekommen, um mich auszulachen, weil ich so schwach bin? Na los. Fang schon an und lach mich aus. Ich muss doch wenigstens ein paar tausend wert sein. Lemina belebt die Magiergilde. Aber sie ist das einzige Mitglied. Ich habe noch nicht mal die Macht, um das leckgeschlagene Dach des Gildenanwesens zu reparieren. Meine Mutter wusste, dass ich zu schwach bin, um irgendetwas zu tun, Hero. Das ist der Grund, warum sie mir gesagt hat, dass ich die Magiergilde so akzeptieren muss, wie sie ist. Du stimmst dir doch zu, oder? Nein. Du bist eine großartige Magierin und ich gehe davon aus, dass sie es wirklich schaffen könnte. Ich meine, auch wenn sie vielleicht nicht so viel magische Kraft hat, wie sie gerne hätte oder wie vielleicht gebraucht wäre, seien wir doch mal ehrlich, den Ehrgeiz hat sie. Das muss man ihr lassen. So ist es nicht, Lemina. Vayne ist eine wundervolle Stadt mit einer reichen Geschichte von großen Anführern. Stimmt, können wir bestätigen. Und ich bin mir sehr sicher, dass du der nächste große Führer von Vayne sein wirst. Ich glaube an deinen Traum, Lemina. Ich glaube daran, dass du die Stärke und die Courage hast, um ihn zu verwirklichen. Genau das, was ich ja auch schon sagte. Eines Tages wirst du diesen Ort zu seinem früheren Glanz gleiten. Eines Tages wird die Magiergilde von Vayne wieder das Zentrum der Welt sein. Und eines Tages wird jeder wissen, dass es deine Vision war, welches all dies möglich gemacht hat. Das ist doch ein Wort, Hero. Das nenne ich doch mal eine Ansprache. Der weiß wenigstens, was er jemandem sagen muss. Ich habe noch nie so viel Pferdemist in meinem Leben gehört, Hero. Denkst du echt, ich bin so naiv und fall darauf rein? Woher weißt du, dass das meine erste Ansprache war? Ja. Aber ich danke dir dafür, dass du dich bemüht hast. Danke, Hero. Ach komm, Lemina, jetzt lass den Kopf nicht hängen. Wir sind doch alle da, oder? Hey, Lemina. Es ist doch keine Schande, das einzige Mitglied der Magiergilde zu sein. Es gibt mit Sicherheit auch Situationen, wo es von Vorteil ist, das einzige Mitglied zu sein. So weiter. Wenn du nichts hast, hast du auch nichts zu verlieren. Alles, was passieren kann, ist, dass du gewinnst. Und ich werde dich als ein Mitglied in der Gilde... ich werde ein Mitglied der Gilde werden. Wenn du mich dann haben möchtest. Ich werde deinen Traum in jeder Art unterstützen, wie ich kann. Weil das ist der Grund, das ist eines der Sachen, wofür Freunde doch da sind. Ich verstehe die Menschen in dieser Welt nicht wirklich. Aber ich weiß, dass du wunderbar bist und dein Bestes versuchst, um die dir gegebene Verantwortung auszutragen. Wir sind alle hier für dich, Lemina. Also, lass uns gehen und deine Mutter von diesem fliegenden Fettwanst retten. Meine einzigen Gedanken diese ganze Zeit über hingen daran, wie ich euch alle in die Gilde kriege. Aber ihr macht euch alle Sorgen um mich. Um mich selbst. Richtig. Wie süß. Ich verdiene es nicht, solche Freunde wie euch zu haben. Ach übrigens, ich weine nicht. Ich habe nur irgendwas im Auge. Ja, das kennen wir ja schon. Ach komm, Lemina, Kopf hoch. Wir gehen da hin.
ziehen dem sein komisches Brettchen unterm Dinges weg und dann kann er sich sowieso nicht mehr bewegen. Und dann gehen wir alle nach Hause und freuen uns. Ich muss ziemlich lächerlich ausgesehen haben, aber jetzt geht's mir besser. Also, lass uns auf den Weg machen. Wir sind doch auf dem Weg in die heilige Stadt Pentagulia, wo wir Borgen finden werden und meine Mutter retten. Dieses Fettstück wird sehr tief dafür in die Tasche greifen müssen, dass er mich so erniedrigt hat. Das versichere ich euch. Ich werde nicht zufrieden sein, bis ich die letzte Silbermünze aus seinen Fettrollen ausgepresst habe. Also das ist jetzt die Lemina, wie wir sie haben kennen und lieben lernen. Naja, wir kennen sie, aber ich bin noch nicht sicher, ob wir so weit sind, sie zu lieben. Ja, okay, darüber kann man sich jetzt streiten, aber auf jeden Fall, das ist die Lemina, wie wir sie kennen, das stimmt. Wie auch immer, lasst uns auf den Weg in die heilige Stadt machen. Gut. Machen wir doch gleich. Und wir brauchen noch das richtige Werkzeug, wenn wir meine Mutter vom Borgen retten wollen. Bevor wir zur heiligen Stadt gehen, sollten wir die Schatztruhen von Vayne öffnen. Ich werde euch sogar das benutzen lassen, was darin ist, für eine kleine Miete. Ach, vergesst es. Ich lasse sie euch umsonst benutzen. Nach allem wollt ihr mir ja wirklich helfen, meine Mutter zu retten. Ganz kleinen Moment bitte. Entschuldigung, aber den Nieser wollte ich euch nicht antun, der mir auf einmal in der Nase hing. Gut, nach diesem Event heißt das jetzt, wir können sämtliche Schatztruhen, die es hier in der Stadt gibt, öffnen. Das heißt, hier haben wir erstmal Liminas Geldbeutel. Wir gehen jetzt erstmal Kisten öffnen und dann schauen wir, was die einzelnen Sachen machen. Aber wir haben Liminas Geldbörse, das ist ja schon mal ganz toll. Dann haben wir ja die Gorgonenpuppe, was auch immer die bringen soll. Gucken wir nochmal, ob es hier noch irgendwie eine Kiste gibt. Nicht so aus. Aber in der Stadt stehen ja auch noch ein paar versteckt. Oder was heißt versteckt? Eigentlich sind sie ja relativ... Oder der größte Teil ist relativ offensichtlich. Hier haben wir Sealcrest. Hier war, glaube ich, keine, genau. Hinten bei der Statue war aber noch eine, wenn ich mich recht erinnere. Das erinnert jetzt irgendwie wie an das Diebesspielchen, ne? Da haben wir den Donnercrest. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Verleiht uns nämlich Donnermagie. Wie man ja vom Namen her schon sehen kann. So, und jetzt gehen wir erst noch mal kurz in die Untergrundpassage, denn auch hier ist jetzt diese eine Schatztruhe noch versteckt, mit dem Thiefstaff, mit dem Diebesstab. Was macht er? Sofern man den Diebesstab bei Lemina ausrüstet und sie normal angreifen lässt, also nicht mit Magie oder sonst irgendwas, sondern mit einer ganz normalen Attacke, versucht sie, Gegenstände von den Gegnern zu klauen. Ist doch auch nicht verkehrt. So, und jetzt fehlen uns noch ein paar Schatztruhen. Das sind aber nicht mehr allzu viele. Und die sind hier in der Bibliothek. Das Bild haben wir ja zum Glück schon. Jetzt müssen wir nur noch schauen. Da war eine, genau. Die musste ich ja doch abbiegen. Jetzt bleibe ich auch noch an den Regalwänden hängen. Schön, danke. Ein Silverlight. Ja, das ist doch schön. Mittlerweile kriegen wir eine richtig gute Sammlung davon zusammen. Da ist nichts. Och man, bleibt doch nicht jedes Mal an diesen blöden Bücherregalen hängen. So, was haben wir hier? Angel Ring. Und wir konnten hier, meine ich, noch was finden. Ich bin mir nur nicht mehr ganz sicher. Versteckte Stadt, bla 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 bla. Das war's nicht. Legenden der Göttin Alcina brauchen wir eigentlich nicht. Das wichtigste Wissen haben wir, ja. Ich bin mir relativ sicher, hier gab's noch irgendwas. Ja. Jetzt heißt es eine ganze Menge wieder. Wie gesagt, das war das. Ich bin mir relativ sicher, dass es jetzt hier auf jeden Fall irgendwo noch was zu finden gab. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wo. Deswegen muss ich jetzt nochmal eben kurz ein klein wenig rumsuchen. Aha. Okay, 100 Silber pro Tag, um irgendwas auszuleihen. Du hast auch mehr alle Lappen am Zaun, meine Liebe. Legenden und Geschichten des Blue Star. Clove Secret Guild Spy, my secret service. Okay. Ah. Dann war es doch in der Magiergilde. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz hundertprozentig sicher. Ich werde das jetzt noch mal kurz nachschauen, weil ich bin mir relativ sicher, dass uns noch ein Bromide, also ein Bild fehlt.
was wir noch kriegen können. Ich muss jetzt nur erstmal nachschauen, wo. Das werde ich jetzt natürlich nicht auf der Internetseite nachschauen. Nein, das suche ich jetzt mit euch zusammen. Was haben wir denn da? Irgendein tolles Gedicht oder so weiter. Aber es hieß ja irgendwas mit Klamotten oder so. Ich vermute ja eigentlich fast eher, dass es im ersten Stock ist. Werden wir doch gleich wissen. Schauen wir nochmal, hier sind noch jede Menge Bücher. Oder zumindest sieht das nicht nach Klamotten aus. Aber wenn wir hier reingehen, dann kommen wir ja wieder aufs Dach. Warte mal, Moment. Habe ich da jetzt gerade eine Kiste gesehen? Habe ich die vorher irgendwie die ganze Zeit ignoriert? Nee, es war ein Stück vom Dach. Okay, auch gut. Gut, gebe ich zu, ich weiß jetzt nicht, wo, wenn noch eins existiert, eines der Bombites ist. Ich bin mir eigentlich, wie gesagt, sicher, dass es noch eins hier zu kriegen gibt. 1, 2, 3. Und zwar die Nummer 4. Aber ich muss jetzt echt erstmal schauen, wo das sein soll. Es hieß ja irgendwas da mit Klamotten und was weiß ich und hahaha und ich bin lustig. Aber ich bin jetzt gerade echt überfragt, wo es ist. Ich meine, es ist auch in der Bücherei eigentlich, deswegen war ich jetzt gerade etwas überrascht. Schauen wir nochmal ins Buch rein. Vielleicht verrät uns das ja irgendwas. So, Levina konnte das hier auch niemals lesen. Das erzählt sie uns übrigens. Irgendwie ein uraltes Buch. So, jetzt schauen wir nochmal. Bla, bla, bla. Gut, da stand nichts. Das sind die Legenden. Clove Secret Guild Spy. My secret safe with. Also Kleidung, Geheimnis, Gilde, Spion. Ist jetzt echt eine gute Frage, wo das jetzt sein könnte. Oder gibt einer von euch uns das Bild? Wollen wir das nochmal schauen? Ja, eine Geschichte von Miria noch, das ist ja eigentlich nichts Besonderes. Was haben wir da? Seal City, das hatten wir ja schon, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich den Bücherstapel davor hier untersuchen. Aber da ist auf jeden Fall auch nichts. Schauen wir mal, das war ja nur eine Kiste. Na, die alten Männer haben ja meistens was. Lady Miria, bla 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 bla. Alles nur Geschichte, die uns jetzt gerade mal nicht interessiert. Gut, muss ich mir das Bild später vielleicht nochmal holen, wenn ich weiß, wo es ist. Weil jetzt im Moment weiß ich es gerade echt nicht. Leider, leider, leider. Gucken wir nochmal ins Haus rein. Was wir eigentlich schon mal gemacht haben. Ach Mensch, ich bin doch so ein Kamel. Gut, dann verlassen wir mal die Stadt und machen uns weiter auf den Weg. Da haben wir noch die Transmission Springs haben wir ja schon das Bild bekommen. Wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall nochmal nachschauen und werde es dann mit euch zur Not nochmal holen. Weil wir sind mit Sicherheit nicht zum letzten Mal in Vayne gewesen. Das steht fest. Aber was erwartet uns denn jetzt hier im Wald?